So, Waldschrate. Wir haben ja einen neuen Eintrag. So. Waldschrat, in diesem Wald jagen wir nicht, nie, auch wenn das ganze Dorf hungern muss. Mali war ältester von Horsch in Unterirdien. Waldschrate leben in dichten, urwüchsigen Wäldern. Sie sind sehr auf ihr Revier fixiert und Heimlichkeit und List sind ihre einzigen Jagdgefährten. Sie nutzen ihre angeborene Magie, um die Pflanzen und Tiere in ihrem Revier zu beeinflussen. Und wenn sie das Tier auflauern, müssen sie nur genau genug an sie herangehen, um zuschlagen zu können. Waldschrate, die alt genug sind, um die Bezeichnung Steinalt zu verdienen, verfügen über besondere Fähigkeiten und Taktiken, die sie hochgefährlich machen. Erinnert mich an das Ding aus dem Ritual. Ja, durchaus. Tatsächlich begegnen wir später im Spiel noch steinalten Waldschraten. Das ist Tatsache. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Kann ich einen Waldschrat absolut schon machen? Nö, sonst fehlt's ab. Beweg dich! Jetzt habe ich mir solche Mühe gegeben. Wieder nix. Hat einfach nichts gedroppt. So, noch mehr Wölfe. Die laufen wir jetzt einfach über den Haufen. Jetzt ist das Rudel erstmal auf unseren Fersen. Plötze, du möchtest mich absteigen lassen. Plötz! Verdammt, das Vieh legt den Rückwärtsgang ein. Wird langsam wieder besser. Ganz langsam. Tagebuch von Chert, dem Assistenten des Magiers Hieronymus. Ich schreibe in höchster Eile, denn jeder Moment kann meinen Untergang bringen. Der Burgfried wurde von einer Bauernbande mit allerhand Schafen und schwerem Gerät gestürmt. Ich war gerade in der Werkstatt, als sie angriffen. Mein neues Silberschwertschema beansprucht mich so sehr, dass ich den Mob erst gar nicht vernahm. Ich habe die Tür verrammelt, aber das hält natürlich nicht ewig. Ich kann nur beten, dass Warin kommt und mich rausholt, ehe sie durchbrechen. Zum Glück sind wir mit der Arbeit am Stahlschwertdiagramm schon vor ein paar Tagen fertig geworden und haben Warin mit dem Schmieden beauftragt. Mit dieser vorzüglichen Waffe und der Hilfe seiner Hexenwärter dürfte der Bauernhaufen mit seinen Hacken und Forken kein Problem für ihn darstellen. Aber für die unbewaffneten Gelehrten, wie mein Meister oder sogar Mistgabeln, sind sogar Mistgabeln eine tödliche Gefahr. Hieronymus hat sich seit Tagen in seinem Turm eingeschlossen. Seine Arbeit an einem neuen Rüstungsschema nimmt ihn voll und ganz in Beschlag. Vielleicht ist ihm noch nicht ganz klar, in welcher Gefahr schwebt, wenn die Bauern ihn finden, ehe Warin sie niedermachen kann. Ich wäre dem Albtraum um ein Haar entgangen, hätte ich doch auf meinen Meister gehört. Hieronymus hat mir Notizen zu den Orten hinterlassen, die mit den legendären Elgar im Zusammenhang stehen. Ein Hexer aus der Wolfsschule. Dieser Elgar hatte die Ausrüstung der Schule angeblich einschneidend verbessert. Ich sollte seiner Spur folgen, um die Schemas zu finden. Selbst wenn ich gestern noch aufgebrochen wäre, ich wäre zum Zeitpunkt des Angriffs weit genug von Kaer Morhen fort gewesen. Stattdessen säume ich und nun kauere ich hier und bange um mein Leben. Ja, man kann davon ausgehen, dass es nicht geschafft hat. Ein bisschen Nostrix. So. Nichts mehr zu holen, ne? Jetzt muss ich mal auf der Karte gucken. So, wir können natürlich dem Weg hier noch folgen. Ich weiß aber nicht, ob da noch was ist. Dann haben wir hier noch ein Fragezeichen. Wir haben das erkundet. Dann gibt es hier unten noch zwei Sachen, die wir erkunden können. Hier war noch was. Und da war noch was.
Spazi, willst du schon wieder raus? Ja, schon raus. So. Ist das zufälligerweise hier? Ja. Das ist aber in der Mine und in der Höhle. Ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Die holen wir später. Oi, wir haben mal wieder einiges hier an Zeug. Ich frage mich, warum wir nicht mehr Rüstungs... Ich glaube, fürs Wolfsschema, das ist das einzige, was ich nicht vollständig mit meinen Spickzetteln hier habe. Ist auch egal. Weiter. Nee, Quests. So rum. Stufe 29 sind wir noch nicht. Ja, nee, die Hexe von Kimmerheim. Ja. Warum lese ich nicht einmal, was da steht? Dann folgen wir mal Eskils Spuren. Das müssen Eskils Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Ja, dann folgen wir mal der Spur. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich meine, klar, ich könnte ihm jetzt auch zu Pferd folgen. Aber mag ich nicht. Questmarker hat sich immerhin schon mal aktualisiert. Ach, ich muss mit dem ja wieder ein Pferderennen machen, stimmt ja. Da war ja was. Ah, da war auch was. Ja, Alkohol natürlich, was auch sonst. Als ob die Jungs da nicht schon genug zu saufen hätten. Da ist sein Pferd. Das ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Eskils Lager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Verbessertes Drakonoidenöl. Ja, ich will's nehmen. Ich darf's nicht nehmen. Toll. Wahrscheinlich, weil ich's schon hab. So, Plötze, du kannst mal gleich herkommen hier. Porte dich mal wieder. Fußspuren und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Rindenstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, das stinkt. Und schon haben wir unsere Duftspur.
Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Die hat sich nicht selbst hier angepflockt. Nö. Sie ist ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Hallo, Eskel. Er ist meines Erachtens wesentlich angenehmer als Lambert. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Also Eskel ist auch knapp 100 Jahre alt, nur mal so Wunni, ne? Dich auch. Wie geht's? Wie immer. Noch ein Tag, noch ein Ertrunkener. Ist das alles? Ich bin ein einfacher Hexerwolf. Ich kämpfe nicht gegen Drachen, verbrüdere mich nicht mit Königen und schlafe nicht mit Zauberinnen. Im Gegensatz zu anderen. Ab jetzt versuche ich, mich auf Zauberinnen zu beschränken. Zweifellos der angenehmste Teil, aber vielleicht auch der gefährlichste. Psst, hörst du? Er kommt. Wo habe ich mein Draconoidenöl? Er hebt ab! Auf die Flügel! Und hinterher. Miese Riesenreptilie. Blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber sein... Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl sein... Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kukudi, Kukuda. Was ist das für ein Lied? Altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Ja. Nur an das blöde Lied. Sonst an nichts. Schade, ich habe ihn eigentlich nicht unterbrechen wollen. Naja. Gehen wir erstmal. Oh! Ist wohl in seinem Versteck ein wenig umsehen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Ja, und vielleicht finden wir noch das ein oder andere Schemata. Wenn wir eh schon da sind. Okay. Rechts, links, vorne, hinten. Haben wir da irgendwas? Sieht nicht danach aus. Nein. Da haben wir es.
Auch nicht. Nur ein Runenstein. Verweigert mir die Na schön, her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Jen dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Nein, tut es nicht. Ich vertraue ihr. Und da heißt es, Leute lernen aus ihren Fehlern. Wie bitte? Nichts, nichts. Stört dich was an Jen? Na los, hab Mumm und sag's mir gerade heraus. Hab du Mumm und gib zu, dass sie dich reingelegt hat. Oft genug. Das war einmal. Sie hat sich geändert. Klar. Na gut, vergiss es. Gehen wir. Ja, Wolf? Ah, die verbesserten Handschuhe waren hier. Ach ja. So. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Okay. Und wer besser reiten kann? Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Hey! Was ist denn am 7. Oktober, mein Schatz? Ich hätte mal gucken sollen, ob der neue Sattel besser ist. Langsam, du brichst dir noch den Hals. Sag gerade der richtige. Die Musik leiert. Ja, das liegt aber daran, dass wir gerade Pferderennen machen. Oh! Nein, 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 nein! Vergiss es! Eske, nein! Pfui! Langsam, langsam! Endlich! Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Mhm. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin, aber ein verdammt guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Wenn du darauf bestehst. Wenn du darauf bestehst. Hier, nutze es weise. Was haben wir denn gekriegt? Also 200 Erfahrungspunkte? Ah, Bergstiefel. Ach, die neue Dr. Who-Susen, ja, Season startet. La 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 la. Oh, gibt es da hinten? Verbringe den Abend mit den anderen Hexern. Oh ja, das ist schön. Ich liebe diese Quest. Ja gut, mit Dr. Who. Da muss ich mal gucken, wenn das aber das Wochenende ist, über das ich kommen will, Schatz, dann... Na?
Ein bisschen Arenaria. Arenaria. Ein bisschen Arenaria. Und schon ist alles klar. Ach, ich liebe das. Verbringe den Abend mit den Hexern. Da hab ich keine Zeit für dich, Dr. Hohensohn. Ach, Schatz, ich weiß schon Wege, dich abzulenken. Im Zweifelsfall, das ist nicht das Thema. So. Da hocken sie schon. Wir haben alles, was du brauchst. Großartig. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eskel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Es ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Povis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Vesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Oder ein zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Ein Hoch auf die Macht, Diplomatie. Was ihr wollt. Aber wartet noch kurz. Geralt und ich müssen reden. Oho, das klingt ernst. Komm, Lambert. Bis gleich, Geralt. Irgendwas nicht in Ordnung? Nichts. Ich wollte dich für mich alleine. Ohne, dass die anderen merken, was wir machen. Und was machen wir? Uns nach oben schleichen und uns lieben. Oh, du nimmst kein Blatt vor den Mund. Ich bin zu alt, um die schüchterne Braut zu spielen. Es sei denn, du fragst artig. Gehen wir? Du kannst später zu den anderen. In einer Stunde. Oder zwei. Oder drei. Ich werde dich daran erinnern. Wo wir beim Thema wären, ne, Schatz?